So, wie ihr dem Info entnehmen konntet, finden jetzt die Wohnzimmer-Sessions statt. Teil 1, einige kennen vielleicht meine Wenigkeit. Ich bin heute bei einem Stargast zu Hause. Nein, also wirklich, also wir machen natürlich auch ein bisschen, ihr kennt das Info. Wir wollen in diese Zeit, die uns alle sehr bewegt, ihr wisst, was los ist weltweit, wir müssen es jetzt hier nicht auch noch ständig thematisieren, aber wir müssen auch mal sehen, ob man mich überhaupt versteht. Also, ne? Also ich spreche ja deutlich, hoffentlich. Ja, das verstehe ich mal. So, naja, wir müssen ja mal einen Test machen. So, also es ist jetzt hier alles, wir wollen ein bisschen Humor, auch ein bisschen Galgenhumor reinbringen und auch ein paar ernste Themen ansprechen, auch musizieren, und das ist halt die Folge 1. Und ich habe jetzt die Ehre, bei Gary Wagner auf seinem schönen, bequemen Sofa zu sitzen. Und wie ihr seht, halten wir uns natürlich auch an die Abstandsregeln der Bundesregierung. Das gilt also auch im Privaten, nicht wahr? Obwohl eine Person, ja, ist alles im Rahmen, nicht? Wie ihr sehen könnt. Und wir sind auch gesund. So, Gary, so. Kannst dich ja mal dich vorstellen. Viele kennen dich vielleicht nicht. Ja, dann rutsch mal. Da bin ich, hallo, ich bin Gary. Bisschen ja, lauter ja. Vielleicht. Hallo, mir kennt er, Gary Wagner, mich kennt er ja sowieso. Ich bin hier gerade in meinem Wohnzimmer. Ich mache mal gerade im Moment keine Musik. Ich wollte mal mit die Woti mal so ein bisschen, also wollte ich noch ein bisschen Interview machen. Ich weiß nicht, warum der so albern ist, keine Ahnung. Ja, wir haben einfach für sich alle im Grunde genommen keinen Grund zu lachen, aber wenn wir es nicht tun würden, dann wären wir ja schon längst tot. Also insofern, lass uns mal jetzt hier ernst bleiben, so. Ernst. Also, es ist halt wirklich authentisch und wir haben es auch jetzt nicht groß geprobt, es soll wirklich auch ein bisschen unterhalten und die Zeiten sind auch schwierig. Privat, familiär, wirtschaftlich, beruflich, da sind wir alle betroffen. Wir sind ja auch beide auch nur, du bist aber nicht im Bild. Du musst ein bisschen nach rechts. Nein, das ist egal. Mich will keiner sehen. Die Fans wollen dich ja sehen und nicht mich. Nein, jetzt lass mich mal jetzt. Pass mal aus dem Bild. Ja, gut, ihr seht ja das schöne Gemälde. ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Super, I lost my Faden. Ja? Jetzt komm, konzentrier dich. So, und wir wollen jetzt mal ergründen, wie es jetzt zum Beispiel dem Gary so geht mit dem Ganzen. Das ist ja eine sehr individuelle Geschichte. Wir werden natürlich in Zukunft auch Livestreams machen, natürlich. Das ist ja auch schon angekündigt worden auf diversen Facebook-Seiten und auch auf meiner Seite. Dass dann auch natürlich musikalische Kostproben und Livestreams und DJ-Set und so weiter. Es ist ein bisschen seltsam, weil Gary hat ja schon beim Dark Rush Festival, haben wir unsere ersten Kontakte gehabt, musikalische Kontakte, 1996, wer in der Arena dabei war. Und er ist nun der Mittelpunkt eigentlich hier, er ist aber so still. Er grätscht nicht dazwischen, offensichtlich. Ich versuche jetzt mal herauszufinden, so grob, wir versuchen uns kurz zu halten, wenn ich es schon nicht schaffe, vielleicht schafft er es. Wie geht es dir so? Ich meine, wir haben das alle, das Problem, dass wir nicht auftreten können. Ich werde nicht gebucht, du wirst nicht gebucht. Einige werden sagen, zum Glück werden sie nicht gebucht. Jeder interpretiert das anders. Ich bin nicht gebucht, du bist nicht gebucht. Wir sind mit gebucht. Corona so. Verflucht. Wir sind nicht gebucht. Ah, neuer Song so. Dum, 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 dum. Ich bin nicht gebucht. Du bist nicht gebucht. Wir sind alle mit Corona verflucht. Jetzt, ich meine, Worte kann man das eigentlich auch nicht fassen. Es ist fürchterlich, aber es gehört wahrscheinlich doch zum Zeichen des Seuchenschutzes. Und das hatten sie mal vor vielen Jahren einprogrammiert, wahrscheinlich 1984. Und da hat man sich dann überlegt, naja, mein Gott, dann machen wir Social Distancing. Also verschwinde mal jetzt hier aus dem Bild. Ja, nö, lass mich doch in Ruhe. Nein, doch, geh mal aus dem Bild raus. Und dann, auf jeden Fall wollten wir jetzt irgendwie mal so ein bisschen euch erheitern. Vielleicht
finde ja so Schwachsinn, aber gut. Aber das ist ja auch wichtig, weil auf der anderen Seite, wenn ihr euch das überlegt, wenn man diese ganze Scheiße jetzt mit einer gewissen Humorlosigkeit sieht, dann fällt ihr alle in so eine Depro-Scheiße rein und so, wacht da morgens auf und dann sagt er sich euch, oh Gott, ich bin alles tot und ich kann nicht in meine Lieblingskneipe und meine Leute nicht sehen und alles ist scheiße. Naja, deswegen macht man das irgendwie so, dass man da versucht, erstmal, wenn es natürlich nicht so lange dauert, das Beste draus zu machen. Man geht in die Sonne und man, naja, man versucht irgendwie rauszukommen und irgendwie, freiwillig zu sein. Und wenn ihr nun irgendwie in den Supermarkt oder Baumarkt rein müsst, dann knallt ihr euch so eine Maske auf, das sieht ja auch ganz nett aus. Macht sich komisch, da sehen sie alle ganz nett aus auf einmal, wenn das Gesicht bedeckt ist. Das klappt bei uns allen. Das mache ich genauso wie mit meiner Sonnenbrille. Und deswegen sage ich ja dazu, ja, das ist immer wichtig. Hey, Social Distancing! Das kriegt das Wort, kann ich noch immer nicht aussprechen. Social Distancing. Ich dachte eher Social Distortion, das ist ja auch so eine coole Band, aber das hat irgendwie damit nichts zu tun. Aber das ist ja so eine sachliche Kritik von mir. Ich bin ja auch bekannt für klare Worte, aber ich bin anständig erzogen. Also es ist ja auch so ein neues Phänomen, teilweise auch durch soziale Medien, dass man in Gefahr gerät, wenn man seine Meinung vertritt. Wir reden ja immer von Meinungsfreiheit, Demokratie, Charakter zeigen, Courage zeigen. Aber es ist natürlich immer so, ne? Man kann es fehlinterpretieren, es wird aus dem Kontext gerissen. Aber grundsätzlich zu dem ganzen Thema, weil du das gerade angesprochen hattest, ich finde es halt ein bisschen schade und bedenklich, dass gerade das mit den Masken, nicht? Nicht nur zu Halloween, sondern dass die Bundesregierung keine klare Linie fährt. Und hat er natürlich zu Recht gesagt, naja, die Bundesländer fahren ja nie eine klare Linie, aber oder eine einheitliche Linie. Aber jetzt ist es natürlich ein bisschen bedenklich, nicht? Ein Zeichen von Covid-19. Ich finde ja das Wort cooler. Also ich kann es Corona nicht mehr hören. Schon diese ganzen Corona-Partys, diese wahnsinnigen, das Ganze ins Lächerliche ziehen muss ja nun auch nicht sein. Covid-19 klingt irgendwie cooler, könnte auch eine Band sein, was weiß ich. Also, darf ich dazu nochmal was sagen? Ja, natürlich weil dürfen ihr, Sie, Herr weil, Wagner. Der nächste, bitte Virus, darum. Der nächste Virus, der wird wahrscheinlich dann so ein Magen-Darm-Virus sein. Und der heißt dann Povid. 20, 30, 100. Denke ich mir mal. Ja, oh, wir sind ja gut in der Zeit. Also, wir trinken natürlich hier, also ich habe hier schön Tee, ne? Und Rockmusiker trinken Wasser. Also, ne? So, ja. Dann habe ich hier noch eine. Ich mache aber, sag mal nicht welchen, weil ich bin ja hier nicht, verkaufe mich ja nicht. Also, das ist schon speziell. Und wir kommen jetzt vielleicht alle immer so lustig rüber, aber jeder hat so sein Säckchen auch zu tragen. Und ich kann nur für mich sprechen. Ich brauche auch mal ein bekannter Booker einer Eventagentur aus dem Norden. Hat auch in seinem Video mal gesagt, man vermisst natürlich auch mal diese Schwachsinnsgespräche im Tourbus, im Backstage, nach dem Konzert. Einfach mal geselliges Beisammensein. Und ich kann mich auch jetzt ganz gut ablenken, das ist auch wichtig und das ist ein Thema, was alle angeht und dass einige Sachen auch nicht funktionieren. Gerade jetzt merkt man, wer nicht solidarisch und pluralistisch denkt, das sind individuelle Probleme und Enttäuschungen jetzt hier teilweise in Berlin. Aber da zeigt, da trennt sich halt nicht wahr, die Spreu vom Weizen oder der Ede vom Eduard. Das ist halt schade, dann ist es so. Das gibt auch Menschen, die dann sagen, ja, der Mensch ist halt so. Ne? Ich werde damit immer ein Problem haben, dass das so ist. Aber Fehler machen wir alle. Wir sind auch nicht perfekt, keiner von uns. Aber das ist ja so eine Grundeinstellung. Also es gibt ja Menschen, denen geht es ja noch viel schlechter als dem Rockstar hier oder mir. Ich bin ja ein kleiner Erdling gegen den Gary, aber wir sind ja bodenständige Leute. Wir mögen uns auch.
Es geht anders. Nein, sowas will ich gar nicht hören. Ja, ja. La, 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 la. Ja, ja. Nee, ich möchte sowas nicht. Nein, das ist einfach so, es geht vielen Leuten richtig beschissen. Und geht noch Leuten jetzt viel schlechter. Ja, genau. Die haben nicht mal, in manchen Ländern gibt es nicht mehr sauberes Trinkwasser. Genau. Aber wenn du mit jemandem darüber redest. So und alles, alle finden das alles ganz scheiße und wir sind eigentlich im Grunde genommen ja alle so ein bisschen, alles scheiße, Shutdown und so ein Blödsinn. Und ja, Shutdown, das ist nicht Shutdown, sondern es ist richtig Shutdown. Das, was mich irgendwie am meisten aufregt, ist, wenn man sich das mal überlegt, wenn da Leute, geh weg, mach Abstand. Ich bin auch nur müde. Ich muss nämlich meine Schutzmaske. Denkt, die ist olivgrün. Und dann kann ich nur dazu sagen, es ist ganz wichtig, dass man so auch manchmal zwischendurch auch mal darüber nachdenkt, dass da Leute gerade um ihr Leben ringen. Und dass da Leute jetzt gerade auf Intensivstationen stehen und an den Sauerstoff hier reden. Und die machen sich da, glaube ich, gar keine Gedanken darüber, was nur, ob ich nur morgen irgendwie meinen Laden wieder aufmachen kann, ob ich nur morgen noch beim Friseur sein kann oder über irgendwas. Irgendwas machen wir machen. Was soll ich? Ach so, in der Mitte. Ich soll mich in der Mitte setzen. Hey, ich bin in der Mitte. Ja, da gehöre ich ja auch hin. So, und da gibt es Leute, die dann wirklich... Da gibt es. Gary, ich komme gleich. Ja, genau. Aber bitte setz dir nicht wieder deine Langhaarperücke auf. Und ein bisschen Spaß machen. Nee, jetzt reicht's. Denn wir wollen das ja mal bitte ernst nehmen. Na, es gibt halt sehr viele Leute, die halt richtig scheiße dran sind. Und wenn die Gesundheitssysteme in einigen Ländern nicht so funktionieren, wie zum Beispiel in Afrika, ist ja logisch und so, die Leute hungern da, sind total abgemagert, haben keine Nahrungsmittel. Na, was sollen die denn sagen? Die können doch mit so einem Virus überhaupt nicht umgehen. Die macht das sofort platt, die Leute. Und deswegen können wir von Glück sagen, dass wir im Grunde genommen nur auf Jammern auf hohem Niveau. Obwohl es wirklich richtig schlimm ist und obwohl Existenzen bedroht sind. Und es ist ja bei uns allen so, dass Existenzen bedroht sind. Und wir müssen einfach zusehen, dass wir das durchstehen, die ganze Scheiße. Und ich meine, scheiß was auf den Seuchenschutz, aber er ist ja, er muss ja funktionieren, das kann ja nicht zusammenbrechen und dann müssen wir hier durch. Wenn du mich ansteckst, dann mache ich dich platt. So, ich habe eine kleine Message. Geh weg hier, geh in der Mitte. Bitteschön. Setz dich eher dran. Was ist denn das? Fuck the virus. Gut. Ja, das, damit es nicht wieder zu irgendwelchen Gerüchten kommt, das ist natürlich so gemeint, dass wir das nicht unterschätzen und uns bewusst werden, dass es hausgemacht ist von Menschen. Es gibt ja auch Menschen, die die Schuld jetzt bei den Wildtieren in China suchen. Aber das führt ja alles so weit. Das, die meisten wissen das ja. Und wir können diese Geschichte nur gemeinsam bekämpfen, das ist aber ein globales Problem. Also, wir haben jetzt nicht die Mächte hier, das irgendwie alle zu stemmen. Wir müssen das gemeinsam und das ist sehr, sehr anstrengend und wir wissen ja auch noch nicht, Stand heute, welchen haben wir heute? Den 22., 23. April? 22. Naja, es ist ja schon fast Mitternacht, also. Nee, noch nicht. Nee, wir sind mal sehr genau. Und sie könnte sich doch hier wieder hinsetzen. Nee, ich bleib da mal sitzen. Das ist übrigens hier was Witziges. Das ist eine, ja, haha, eine Gabel. Aber das ist eine spezielle Gary-Wagner-Gabel. Denn damit kratzt er sich den Rücken. Wenn er, ja, naja, das ist nicht schlimm. So ein Geheimnis, das wollen doch die Fans von so einem Rock, ist, ja, von jemandem erfahren. Was Besonderes, so vom Übermisch. Ich habe von irgendjemandem mal so einen schönen Rückenkratzer geschickt. Hatte ich mal gehabt, aber ich habe mehrere zerstört. Also deswegen... Autoaggression nennt man das. Also ich habe ja, ja auch schon mal hier meine Fingernägel... Ja. Guck mal, die sind alle gewachsen. Aber hier, noch nie geschnippelt. Hier, noch nie geschnippelt? Nein, ich auch geschnippelt. Nicht. Ich bin immer gut zu mir. Ich habe übrigens... Jetzt. Hier, das ist ganz kurz. Das ist... Kann man das lesen? Meine Unterwäsche Franco Bettoni. Das ist jetzt... Ja, ich weiß, das ist jetzt... Der Bettoni. Der Bettoni. Der Luca Toni von, nein, das habe ich jetzt nur mal angezogen aus Solidarität für die Italiener, weil das ist ja nicht witzig, ja, was da abgeht. Also das Thema, wir sind ja hier noch relativ, wir können ja noch froh sein, jammern auf hohem Niveau teilweise. Aber wie gesagt, das ist alles eine individuelle Geschichte. Ich finde es auch nicht in Ordnung, wenn die Leute so respektlos reden und sagen, naja, du jammer doch nicht und du Jammerlappen. Allgemein so, was man so mitkriegt und liest, gibt Familien und die Probleme mit den Kindern und da und jedes Bundesland anders und Kita und jetzt Möbelhäuser ja und nein und Panikmache und die Medien und
überall wird kommuniziert und uns persönlich stört natürlich, dass wir noch keine klare Regelung erfahren haben, wie Veranstaltungen, was das Wort groß, die Definition fehlt, die Planung ist schwierig, wir sind ja auch abhängig von Dritten, wir können ja nicht einfach machen, aber ja, es ist frustrierend. Jetzt habe ich den Faden verloren, siehst du. Nein, lass mich mal. Also, was war denn die Die Ausgangssituation war eigentlich, dass wir jetzt nichts mehr planen können. Das ist ja auch so. Erstmal waren wir ja sowieso schon von Anfang an alle völlig verplant. Und dann muss ich auch ehrlich sagen, lass uns mal erstmal abwarten, was hier so passiert. Wichtig ist, dass wir jetzt irgendwie diese Scheiße hier wegkriegen. Und es wird auch wahrscheinlich ziemlich schwierig werden. Und zwar liegt es an der Globalisierung. Wir hatten 1968 hatten wir mal hier irgendwann mal in Berlin, wo wir noch in der Mauerstadt gewohnt haben und noch eingezäunt waren, da hatten wir mal einen ganz schlimmen eine Hongkong-Grippe. Und die hat sich dann so richtig schön so breit gemacht, so in der ganzen gesamten Stadt. Und da haben auch Schulen, die Klassen waren, alle waren so krank und sowas und alle haben aufgepasst. Wenn man irgendwie was merkt, dass man irgendwie was, was ich hier Atemnot kriegt, Schüttelfrost, irgend so ein Scheiß. Bleibt mit dem Arsch zu Hause, Kinders. Geht nicht zu der Oma rüber und hustet die an oder geht nicht irgendwo großartig in den Kindergarten und mit kleinen Kindern sowieso, ganz schwierig. Passt ein bisschen auf die Leute. Wir sind erwachsene Menschen. Wir haben vielleicht keine Vorerkrankungen, also mit der Lunge wohl nicht. Habe ich bisher noch nicht gewusst. Ich habe eine gesunde, durchgeübte Raucherlunge und ich denke mir nicht, dass da irgendwas passiert. Da kann kein, also bei dem, was ich manchmal so rauche, da kann doch kein Virus überleben. Jetzt möchte ich mich aber nicht für die Zigarettenindustrie jetzt irgendwie stark machen, weil die interessiert mich nämlich überhaupt nicht. Asthmatiker, musst du auch mal dran denken. Und ja, und ich habe Heuschnuppen und auch Asthma. Also wir müssen auch schon ein bisschen aufpassen, aber denk mal daran an Leute, die alt sind, die vielleicht COPD haben, die vielleicht Lungenkrebs überlebt haben oder gerade noch gehabt haben oder das vielleicht gerade im Moment noch gerade mit einer Chemo durchziehen. Aber jetzt muss ich kurz mal dazwischen grätschen, musting doing, weil es ist ja jetzt auch auf dem Kanal der Depeche Mode Fanbase zu sehen. Und also da kann ich ja jetzt nur so für die meisten, die ich auch persönlich kenne, sind ja sehr vernünftig, das meiste, was für euch, jetzt bist du ja schon wieder nicht im Bild. Na, ist ja egal, du sollst ja nicht. Ich besuche ja dich. Und du musst jetzt abstellen. Er kann mich nämlich nicht besuchen im Wohnzimmer-Session. Weil bei mir, das geht nicht. Das führt jetzt zu weit. Hier ist es ja wunderschön. Also ich ziehe, glaube ich, auch bald ein. So. Nee, um Gottes Willen. Ich habe ja auch Tiere, also geht sowieso. Wegen der Tiere geht's nicht. Deswegen meint er das. Ja, natürlich. Das ist wegen der Tiere. Das wollte ich gar nicht sagen. War schon wieder so ein Geräusch. Ja, das ist ach, dein WhatsApp. Ich bin ja, ich werde ja mal aufgezogen. Bitte kein WhatsApp. Ja, ist ein flacher Reim. Ich bin kein Depp, auch wenn ich nicht hab WhatsApp. Ich habe es noch nicht, gebe ich zu. So, aber das war gerade so ein WhatsApp-Geräusch von Herrn Wagner hier. Da haben wahrscheinlich die Headhunter alle wieder hinter ihm her. Die aber auch noch nicht geschnallt haben, dass jetzt im Moment Planung schwierig ist. Aber die meisten sind sehr vernünftig und wir wollen ja auch euch nicht jetzt da, ihr wisst ja, was Phase ist und wir können es gemeinsam hoffentlich wuppen irgendwie. Aber klar, das ist auch ein hausgemachtes Problem und aber klar, man kann jetzt auch sagen, schlimmer geht immer in anderen Ländern, oder logisch. Die spanische Grippe gab es. Es gab schon immer Pandemien. Es gab auch Grippe, Erkältungen jedes Jahr und Influenza und so weiter und Tote. Willst du da anfangen und aufhören? Für mich persönlich ist das eine krasse Sache. Wir hatten noch eine Veranstaltung, da haben wir gebucht. Am 25. Januar in Berlin. Drei DJs. Icke, Lord Noir aus dem Nuke und Arvid. DJ-Legende, bin auch befreundet. Gary kennt ihn noch länger als ich. Auf der Insel Dark Friday. Na, ihr kennt euch doch länger. Ja, kann sein. Oh je. Ja, und das war am 25. Januar. Und wenige Wochen später hat sich gefühlt die Welt gedreht. Dann kam das Verbot in Berlin am 14. März. Und in anderen Bundesländern teilweise war vorher noch was möglich.
Aber da war das ja schon. Also es ist echt verrückt und es ist auch nicht lustig. Wir versuchen jetzt halt so das Beste draus zu machen. Und man kann ja trotzdem kreativ sein. Also es wird jetzt, wie gesagt, auch bald dann musikalisch was passieren und Livestreams auch von DJs, das machen ja auch viele andere in der ganzen Welt. Manche Ideen sind halt nicht umzusetzen. Dieses Thema fehlende Solidarität hatten wir schon, dass halt manche ihr eigenes Ding machen und teilweise dann auch ja, mehr Nehmer sind als Geber. Also dieses, man unterstützt sich gegenseitig, na gut, wenn es nicht gelebt wird, wird es nicht gelebt. Und wie gesagt, ich hatte das ja schon, jetzt zeigt sich das halt oft ganz deutlich. Aber man kann auch im Kleinen helfen. Wie gesagt, wir waren heute bei der Heiligkreuzkirche zu Besuch, vor der Kirche natürlich, weil die haben ja ganz andere Probleme noch. Und was ich da schon erzählt hatte, das ist gut, die machen weiterhin ihre Leib und Seele, die Essensausgabe, natürlich mit Abstand, aber man kriegt dann ein fertiges Paket mit, jeden Donnerstag in der Passionskirche in Berlin-Kreuzberg, das ist weiterhin so. Und es gibt auch von der Heiligkreuz- und Passionskirche, von der Passion halt, weiterhin auch jetzt diesen Nachbarschaftsdienst, dass Leute, die nicht rausgehen können oder wollen und Angst haben, dass die unterstützt werden, dass Leute für die einkaufen. Ich habe auch schon viele Ehrenämter ausgefüllt, auch für Tiere mache ich auch immer sehr viel. Gary war auch schon immer aktiv und global und pluralistisch denkend. Also ich finde es auch wichtig, an die Leute zu denken, denen es noch schlechter geht. Also Heiligkreuzkirche zum Beispiel, die können jetzt nicht mehr jeden Mittwoch den Obdachlosen Mittagstisch anbieten. Also ne, Thema, wen geht es noch schlechter? Auch in so riesen Städten wie Berlin, wo immer gesagt wird, wir sind reich, aber sexy. Das hat mal irgendein Bürgermeister, soll das mal gesagt haben. Und wir sind ja so ein reiches Land. Aber wenn du dann siehst, letzte Woche im Fernsehen, den Bericht über die Obdachlosen auf der Reeperbahn in Hamburg, denn das ist teilweise so surreal für mich. Ich war zwar schon mal in Hamburg, aber es ist einfach schlimm zu sehen, weil so angeblich reiches Land und die Leute, die keine Lobby haben, die sie vorher schon nicht hatten und was da einfach abgeht. So, also in Deutschland, es geht jetzt erstmal nur so darum. In den anderen Ländern, das ist ja teilweise erschreckend. Und ja, und das kann man nur dazu sagen, dass wir ganz froh sein könnten auf unser Gesundheitssystem, nicht auf unseren Gesundheitsminister, den meine ich jetzt nicht, den Heini. Den Jensi, den Jensi. Den Jensebacke, ne? Ja. Den Spanferkel. Das Spanferkel. Und ich kann nur dazu sagen, da braucht er jetzt, das ist, ich meine, die geben sich da alle Mühe und reißen sich da vielleicht einen Arsch auf. Klar, die müssen ja auch immer bangen um ihre Pöstchen. Na, die Basis reicht sich den Arsch auf. Ja. Die Krankenschwestern, die das muss man auch mal erwähnen. Und die sind unterbezahlt. Aber jetzt hat ja die Bundesregierung angeblich beschlossen, dass jetzt die Löhne mal angehoben werden. Die Rentner kriegen auch im Juli, da wird sich meine Mutter wieder freuen. Yeah, 2,50 Euro mehr im Monat. Nein, es ist ja wie es ist. Und ich mag das nicht, diesen Satz, aber die Renten im Osten werden erhöht und auch im Westen, im ehemaligen Westen, im ehemaligen, ich denke so nicht, aber das wird immer wieder so gesagt, im Westen steigert es, im Osten. Also Gesundheitssystem, da können wir wirklich auf Holz klopfen hier oder auf Glastisch. Ja, da sitzen wir auf jeden Fall im ganz, ganz guten Boot drin. Also wenn man sich überlegt, was da werden da Leute in Brasilien oder in Südafrika, werden einfach von der Straße runtergekratzt. Da kann man doch nur sagen, es ist doch ganz gut, dass wir hier noch, und dann jammern sie wegen der Beatmungsgeräte. Mein Gott, das ist auch nicht gut. Klar, wir sind ja auf so eine Hysterie ja auch gar nicht vorbereitet, dass sowas überhaupt passiert. Aber ich kann nur dazu sagen, sie haben es alle vorhergesagt und ich sage es auch immer wieder, es sind die Propheten gewesen, wie Nostradamus oder auch der Irrmeier, die dann wirklich darauf hingewiesen haben, dass gerade in dem Jahre 2020 sowas passieren kann. Ob da nun jemand dran rummanipuliert hat oder nicht, das bleibt irgendwie so lange offen, bis sie es rausgefunden haben. Irgendwann nach vielen, vielen Jahren finden sie dann wieder raus. Aber es geht jetzt darum, dass diese Pandemie jetzt nun mal da ist und dass sie die ganze Welt betrifft und dass man auch mal so ein bisschen die Globalisierung überdenken muss. Warum muss man überall in der Welt hier
Urlaub machen und da abhängen und da abhängen. Es ist eine Bereicherung, für jeden völlig nachvollziehbar. Ich muss mal aber dazwischen grätschen. Wenn das jetzt so ein Problem wird, dann sollte man da mal ein bisschen nachdenken drüber. Ja, wir sind da, wenn einmal erstmal redet, dann knickknack. Aber das ist eine individuelle Sache. Wir sind ja sehr bodenständig aufgewachsen und erzogen. Uns fehlt so viel nicht. Das ist dann auch ein Vorteil. Also mir fehlt jetzt das nicht irgendwie, um zu verreisen oder so. Ich bin da ganz transparent. Ich sag das ganz offen. Ich bin mit Offenheit. Du bist doch nicht mein ehemaliger DDR-Bürger. Genau, jetzt. Die haben mich ja unglaublich angeguckt, manche Leute früher. Ich so, kenne ja ein paar Stammgäste privat, ne? So über 25 Jahre, bin ja ein alter Mann, nicht? Also ist ja eigentlich einerseits schön, wenn man so ein Jubiläum hatte letztes Jahr, aber irgendwie ist es auch wieder traurig. Mit Ofenheizung aufgewachsen, bescheidene Verhältnisse, Eltern ganz normal, bodenständig, keine reichen Menschen, so. Das ist ja so. Also deswegen so, fehlt einem nicht so wirklich so viel. Und bei ihm ist so toll, er postet ein bisschen mehr als ich. Ich bin ja nicht so ein Social Media Superstar. Nee, nein, nee. Aber er macht so schöne Fotos von seinem Balkon und man kann auch im Kleinen, auch in dieser Corona-Problematik, man kann sich auch so ein bisschen kleine Freuden schaffen. Und ja, das ist jetzt hier eine Premiere. Jetzt sind wir schon bei über 20 Minuten. Wir wollten das eigentlich komprimieren, aber wir kriegen es nicht hin, weil wir uns liegt so viel auf der Seele. Ich muss doch zu Hause. Wir komprimieren. Nee, wir wollten es ja ein bisschen kürzer fassen, aber uns liegt ja so viel auf der Seele. Wir wollen so viel erzählen und Leute ein bisschen ablenken. In Zukunft kommen ja auch ein paar andere Themen so und so ein bisschen Musik. Und wir können ja auch nochmal zu dem Eingang, zu dem Interview hier. Ich muss immer lachen, tut mir leid, weil wir können so viele Sachen auch. Die Erzählung, ich meine, sind jetzt nicht 1,50, aber wie gesagt, im Privaten ist das ja auch alles ein bisschen anders. Er lädt ja auch hier nicht ständig Leute ein, ja? Also, das mache ich ja auch. Nee, bei mir kommen nur so einige Leute, die das auch schon alle überlebt haben. Also, wir sind jetzt so die Endzeit-Gang hier. Ja, wir sind zusammen über 100 Jahre alt. Ja. Also, das ist ja jetzt auch, das kann man ja googeln, ne? Also, womöglich. Nee, hört doch mal auf, jetzt über ein Alter zu reden, aber über die gibt's doch hier nichts. Naja, wenn ich schon seit 25 Jahren dabei bin und du seit 20 Jahren Musiker also, bist. Wer rechnet denn sehr gerne? Wer mag Mathe? Wer mag Mathe? Naja, ey. Ist doch egal, ja. Hauptsache unsere Leichen leben noch. Also für die Depeche Mode Leute habe ich natürlich die Route 66 Mütze aufgesetzt, die eigentlich schon kennt. Ja, jetzt kommt wieder jemand und wird sagen, das Lied ist aber nicht von Depeche Mode, das ist gecovert. Ja, natürlich. Wer kennt noch den Film 101? Dieses coole Lied von Depeche Mode, Route 66, das haben auch die Rolling Stones schon mal gecovert. Ja, da kann er natürlich wieder viel mehr drüber erzählen. Aber wieso, ey, na sag mal, da habe ich gerade noch als in noch im kannst du jetzt mal ganz spontan, damit wir mal die schöne Wunde, echt wirklich, das ist jetzt kein Fake, das, ich mag seine Stimme und er, so, aber ganz kurz mal jetzt hier, Get Your Kicks on Route 66. Jetzt habe ich ja mehr gesungen als du. Und ich kann Get Your Kicks on Route 66. Ja, das ist original, glaube ich, sogar von Chuck Berry. Die Rolling Stones haben sich ja damals den ganzen Kram da aus der Rock'n'Roll-Zeit gegeben. Das war auch schön so. Das ist doch toll. Wir haben auch unser das ist sogar manchmal sogar ganz gut so, dass man so ein bisschen so alles so die ganzen Jahrzehnte durchgehört habe. Wundert auch euch nicht, dass ich manchmal Musik aus den 20er Jahren poste oder Musik aus den 40er Jahren poste. Ey, das ist doch nur eine Salbe, das kann man doch mal sagen. Das ist meine Handsalbe. Naja, ich habe Florena, er hat Glysolid. Bitte Glied? Um Gottes Willen. Nee. Nein, das ist Glysolid. Jetzt wird es schweinig. Es kommt wegen meiner Hände, sehen aus wie vom Greis, weil ich da immer diese ganzen komischen... Hey, da fällt mir ein Lied ein. Moment, Ruhe. Der Greis ist heiß von Udo Lindenberg. Ja. Der Kreis ist heiß. Ich habe nur dummerweise von dem ganzen Handdesinfektionsmittel. Die muss ich auskennen. Weil ich ja mich manchmal auch vor der Haustür bade. Motor oder Freelancer. Dann nehme ich immer mein Handdesinfektionsmittel. Genau. Gary, jetzt müssen wir ganz, jetzt versuchen wir mal ein bisschen auf den Weekender einzugehen, weil wir sind natürlich ein bisschen auch angefasst, weil in wenigen Tagen sollte am 30.04. der 40 Jahre Depeche Mode, Elektropop und Wave, also es geht ja nicht nur um Depeche Mode, zum Bandjubiläum. Ist jetzt, nee, deswegen war er Rauch, deswegen huste ich. Nicht, dass hier wieder jemand denkt, der hat Corona. Weil ich ja sehr rücksichtsvoll bin.
Ich habe leichtes Asthma, aber das ist alles gut. Jetzt habe ich lost the Faden. Hör doch mal auf jetzt mit dem Kram. Weekender, ja, 30.04. bis 3. Mai. Da sollte natürlich Gary auch mit seiner, ja, mit der Band Darkness on Demand, viele wissen es ja, ehemals Dance or Die, das ist die Legende, aber Darkness on Demand spielen. Im Vorprogramm von der Depeche Mode Coverband aus den USA wird nun leider alles nicht stattfinden, wird verschoben. Aber wie gesagt, da sind wir wieder beim Thema Planungsunsicherheit. Wir warten nun alle auf die Definition, Großveranstaltungen und so weiter. Wir werden auch nicht gebucht. Es sind Planungen für 2021, aber selbst da ist es alles noch ungewiss. Peter Heppner soll am 30. Oktober in Berlin spielen. Da ist die Depeche Mode Fanbase mit integriert, auch mit der Aftershow-Party. Ob es stattfindet, keine Ahnung. Dann haben wir das Thema Dark Rush Festival, wo Dance or Die damals auch gespielt haben in der Arena, werden auch noch viele wissen. Das soll jetzt nächstes Jahr im Januar ein Revival erleben. Ob das stattfindet, es gibt Aussagen von Wissenschaftlern, auch von einem Stammgast, der auch in der Pharmaindustrie zugegen ist. Ich mache mich da jetzt auch nicht irre, weil wir halten uns, Gesundheit geht vor und wir können ja nichts machen. Das ist ja dieses, was mich so nervt, du bist so hilflos. Du musst jetzt abwarten. Warte mal, das finde ich jetzt interessant, dass Wissenschaftler das erstmal rausfinden müssen, ob Darkness und Demand überhaupt spielen können. Das finde ich interessant. Nein, das war so gemeint, dass man nicht weiß, ob das überhaupt stattfinden kann. Ob die Veranstaltungen wieder geöffnet sind. Ich fand das echt sehr interessant. Also irgendwas ist hier in dem Energy-Drink drin. Bullet in Your Head. Da fällt mir wieder Bullet in Your Head von Rage Against the Machine ein. Furchtbar. Ständig hast du Musik im Kopf. Zu jedem. Das ist bei ihm. Wenn er zum Beispiel mir ein Wort gibt, dann sage ich, fällt mir ein. Bum, bum, bum. Vorhin hast du irgendwas von Ups gesagt. Hat er gesagt, Britney Spears. Ups, I did it again. Sag mir mal ein Wort. Mal sehen, ob es klappt. Wir machen das jetzt mal. So, jetzt haben wir schon. Jetzt ja, mal ein bisschen wir schon lustig. Über der Zeit. Also, okay, wir haben jetzt hier den Energy Drink. Wie heißt denn der Bullet? Nee, so. Das wissen wir ja schon Bescheid. Genau, das nehmen könnte. Ding geht mal was anderes aus. Also, ich muss es jetzt bringen, weil dieses Lied mich so berührt. Das ist jetzt aber, ja, die Stunde Null von 1995, Time Zero. Ja, wissen wir ja sicherlich von wem, wer es geschrieben hat. Nicht wahr? Ja. Yeah. Und, Naja, das ist, es passt so ein bisschen, das ist so ein bisschen prophetisch. Es geht in dem Text ein bisschen was anderes. Um den Atomkrieg ging es eigentlich, aber jetzt haben wir gerade mal was anderes. Stunde Null. Ist egal, wir haben öfter so eine gewissen Stunde Null, aber das ist jetzt wirklich so, wo ich sagen würde, time stand still. Und das ist jetzt wirklich eine Situation, wo wir merken, dass auf einmal unser ganzes Leben mal so ausgedrückt ist. Er hat letztens auf seiner Facebook-Seite, also Gary Wagner, macht euch aber nicht zu viel Hoffnung, weil die Freundesliste ist wie bei mir voll. Ich habe 5.000 und bei ihm sind es 4.900. Das sowieso, also ihr seid ja sowieso schon alle dabei. Die meisten sind so. er hat letztens das gepostet, es hat mich so berührt, so viele. Jetzt nicht, aber ich will ihn auch nicht überreden. Wäre natürlich schön, wenn er zwei Sätze von Time Zero singen würde. Aber das ist jetzt seine individuelle Entscheidung. Ich weiß es nicht. Wir machen das irgendwann sowieso, oder er macht das.